Hallo und herzlich willkommen in meiner glutenfreien Küche. Ich zeige euch heute, wie ihr diese glutenfreie Schwarzwälder Kirschrolle herstellt. Für die Schwarzwälder Roulade braucht ihr folgende Zutaten, und zwar Eier getrennt, Puderzucker, helles glutenfreies Mehl, ihr könnt eine handelsübliche Mehlmischung verwenden, eurer Wahl, Backkakao und Backpulver. Wichtig für die Zubereitung ist, ihr müsst die Eier trennen, also Eiweiß und Eigelb jeweils in eine Schüssel, und den Puderzucker verteilt ihr auf die zwei Schüsseln, also jeweils ungefähr die Hälfte, es muss nicht genau die Hälfte sein. Ungefähr. So. Und dann schlagt ihr zuerst das Eiweiß mit dem Puderzucker richtig schön fest auf. Das Eiweiß ist jetzt richtig schön fest aufgeschlagen, das stellen wir jetzt beiseite, und dann nehmen wir gleich die gleichen Rührstäbe und schlagen das Eigelb und den Puderzucker auf. Das wird nicht richtig fest, sondern einfach eine schaumige, cremige Masse. Sobald die Eigelbmasse schön hellgelb ist, könnt ihr dann die restlichen Zutaten zugeben. Ich habe Mehl, Backkakao und Backpulver bereits gesiebt und das gebe ich jetzt dazu. Wichtig, gebt es einfach jetzt oben drauf und verrührt es noch nicht, sonst bekommt ihr eine ziemlich feste Masse, die dann nicht mehr an Biskuit erinnert. Deswegen Mehl oben drauf geben, den Kakao dazugeben und Backpulver. Gleich im Anschluss die Eischneemasse dazugeben, einfach oben drauf. So. Und dann verrührt ihr die ganzen Komponenten mit dem Schneebesen ganz locker, also nicht zu fest, sondern dass ihr einfach keine Klümpchen mehr vom Mehl, vom Kakao, vom Backpulver im Teig seht, dass es eine glatte Masse wird. Ihr könnt auch helle Biskuitroulade herstellen. Dann lasst ihr einfach den Backkakao weg und nehmt anstattdessen helles glutenfreies Mehl dafür. Die Rezepte für Biskuitroulade, Biskuitböden, für Obstkuchen oder Torten seht ihr ebenfalls auf meiner Homepage und auch unten in der Infobox mit eingeblendet. So, ihr seht noch etwas Mehl hier im Teig. Ich rühre noch ganz kurz rum, bis sich wirklich diese ganzen Mehlklümpchen auflösen und ein schöner glatter Teig entsteht. So, den Teig geben wir jetzt gleich auf ein Backblech. Ich habe das schon vorbereitet. Vergesst nicht, das Backblech mit Backpapier auszulegen, weil sonst könnt ihr später keine Roulade formen, sondern ihr erhaltet einen Blechkuchen. Der Teig ist wunderbar luftig. Ihr seht es an diesen Bläschen, die sich im Teig gebildet haben. Also da kann man jetzt wirklich schon davon ausgehen, dass es eine luftige und lockere Roulade wird. Der Teig kommt jetzt in den Ofen, 12 bis 15 Minuten, es kommt natürlich auf euren Ofen an. Umso länger der Teig im Ofen ist, umso härter wird natürlich vor allem die Ränder und der Kuchen allgemein, und dann könnt ihr den nicht mehr schön rollen. Für die Füllung habe ich Sahne, Sahnesteif und Puderzucker in die Schüssel gegeben und das schlage ich jetzt fest auf. Die Sahne ist jetzt fest aufgeschlagen. Ich gebe jetzt gleich 2 Esslöffel der Schlagsahne in den Spritzbeutel für die Dekoration dann hinterher. Gebt die Sahne noch in den Kühlschrank. Es dauert noch eine Weile, bis wir den Kuchen fertig machen können. Dann bleibt sie einfach schön kühl. Der Biskuit ist fertig, mein Ofen ist ausgeschaltet und ich nehme ihn jetzt gleich raus.
Die Rolle muss natürlich sofort zusammen bzw. aufgerollt werden. Wenn der abgekühlt ist, der Biskuit, dann schafft ihr das nicht mehr. Dann wird er einfach brüchig und ihr bekommt keine schöne Roulade mehr hin. Ihr könnt das Tuch mit Zucker ausstreuen, es ist aber nicht notwendig. Der Biskuit ist wirklich so stabil von der Oberfläche her, dass der euch nicht an das Geschirr durchklebt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es natürlich trotzdem mit Zucker ausstreuen. So, jetzt nehmt den Biskuit, keine Angst, der gleitet euch nicht vom Papier und gebt ihn einfach kopfüber auf das Geschirrtuch und zieht das Backpapier mit ab. So, der ist wirklich ganz luftig und weich. Und jetzt nehmt ihr das Geschirrtuch und rollt den Biskuit mit dem Geschirrtuch auf. Ganz locker, nicht zu eng. Der Biskuit ist jetzt fertig. Lasst ihn jetzt einfach eine Stunde, eineinhalb Stunden liegen, bis er richtig und vollständig ausgekühlt ist. Vorher könnt ihr ihn einfach nicht befüllen, weil die Sahne sonst verlaufen würde. Der Biskuit ist nun ausgekühlt, rollt ihn vorsichtig aus und beträufelt ihn mit dem Kirschwasser und dem Kirschsaft. Ihr könnt natürlich auch nur Kirschsaft verwenden oder nur Kirschwasser. Von der Sahne nehmt ihr etwa 2/3 für die Füllung, 1/3 für den Belag und ihr gebt jetzt einfach oben mit drauf. Also es muss nicht exakt 2/3 sein, ungefähr. Es soll auf jeden Fall noch so viel übrig bleiben, dass man die Rolle hinterher gut bestreichen kann. So, Sahne reicht soweit. Jetzt gebt ihr die Kirschen drauf. Wie gesagt, nicht vergessen, nehmt einige Kirschen beiseite zur Dekoration. Und jetzt die Rolle vorsichtig zusammenrollen. Hebt sie etwas an, damit sich die Kirschen wirklich nach innen setzen und euch nicht davonrollen. So, die Roulade ist soweit fertig. Stellt euch eine Kuchenplatte bereit und gebt sie einfach mit drauf. So, die restliche Sahne gebt ihr jetzt außen um die Rolle herum. Also ihr streicht die Rolle praktisch mit der restlichen Sahne ein. Hier sind Schokoraspel, ihr könnt auch Schokostreusel verwenden. Gebt es einfach oben mit drauf. Und mit unserer Deko-Sahne gebt ihr Sahnetuffs mit drauf. Die restlichen Kirschen zur Dekoration. Und damit es besonders schön aussieht, schneide ich noch die Enden ab. Die Schwarzwälder Kirschrolle ist nun fertig. Schaut einfach mal auf meine Homepage, dort seht ihr noch weitere Tortenvarianten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und bis zum nächsten Mal.